Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sunless Sea. Wir haben uns gerade zurück zur Kapelle des Lichts geschleppt, nachdem der erste Offizier, unser allererster, der mit dem Siegel an der Schläfe, sein altes Geständnis aus Event Horizon zurückgeholt hat. Und jetzt nehmen wir uns doch mal sein Geständnis vor. Wen es angehen mag, ich zeichne hiermit mein volles und ehrliches Geständnis in der Hoffnung auf Absolution, während ich mich im Dienst Ihrer Majestät befinde. Im Mai heuerten mein Bruder Richard und ich auf dem Schiff Bonnie Swan an. Er als Bootsmann, ich als Navigator. Der Kapitän Swinburne war ein guter Mann, aber ambitioniert. Das schließt sich ja nicht aus. Als wir King's Eater Castle erreichten, gingen unsere Vorräte zur Neige, aber wir fuhren weiter in Hoffnung, Land zu finden. Es gab keins. Unsere Vorräte waren beinahe leer. Wir kehrten um und hier begann ich mein erstes Verbrechen. Ich habe meine Berechnungen falsch ausgelegt und einen schlechten Kurs gesetzt. Für Tage dampften wir nach Nordwesten, nicht Westen, in die leere Dunkelheit. Unsere Vorräte gingen zur Neige und immer noch kein Zeichen eines Hafens. Na gut, jeder macht mal Fehler, ne? Das hat er ja mit Garantie nicht mit Absicht gemacht. Hunger kam auf und Terror. Und ich bete, dass das letzte noch Wahnsinn war. Rasend verzweifelt und rasend einigten wir uns darauf, Lose zu ziehen. Und der Verlierer würde Leben und Fleisch aufgeben, sodass die anderen weitermachen konnten. Also das klingt jetzt hart, aber nach dem, was ich weiß, ist das seemännische Tradition. Das hat man zwar im späten 18. Jahrhundert von Gesetzesseite her angefangen zu verurteilen, aber das war früher tatsächlich so. Um nicht verhungern und verdursten zu müssen auf See, haben Einzelne dann ihr Leben aufgegeben, damit der Rest der Crew überleben konnte. Und das hat man per Losentscheid gemacht. Und das war vollends fair. Es klingt natürlich heftig und das ist es auch, aber ich denke mal, keiner von uns wird in seinem Leben jemals wirklichen Hunger oder wirklichen brennenden Durst verspürt haben. Und dementsprechend ist das nur schwer nachvollziehen. Aber auf hoher See hat man den Luxus, nicht mal eben irgendwo einen Wasserhahn aufzudrehen. Zumindest früher hatte man das nicht. Aber ich kann langsam verstehen, wo das Problem war. Der erste, der den kurzen Strohhalm zog, war der Kapitän. Also, das ist schon Karma, würde ich sagen. Der zweite war sein Bruder. Das ist hart. Aber wie hart wäre es für den Bruder gewesen, wenn er ihn gezogen hätte, ne? Mein lieber, solider Richard. Es kamen noch mehr. Siebenmal mehr haben wir gezogen. Sieben gingen in den Topf und nicht einer von ihnen ging leise. Die von uns, die es in den Hafen zurückgeschafft haben, sprachen niemals von unserem Verbrechen, aber einer von uns, jemand mit einem besseren Gewissen als meines, gestand. Ich floh vor dem Galgen auf See zurück. Ich bereue es alles. Ich will alles tun. Bitte. Hier hat er seine letzten Notizen hingekritzelt, als die Admiralität ihm nicht Absolution durch Militärdienst anbieten wollte. Du hast nicht geantwortet. Wenn ich keine Vergebung kriegen kann, dann will ich vergessen. Ja, das ist das, was wir schon hier. Seine Augen blicken in deine, als du von den Seiten aufsiehst. Sie sind stumpf wie altes Eisen. Ich bin fertig, Bürger. Ich bin fertig. Ich habe eine letzte Sache, um die ich dich bitten will. Okay.
starte ich jetzt erstmal den Timer. Ich habe ihn vergessen, ja, aber sagen wir mal so, bisher gab es ja nur Erzählerei und das ist nicht allzu aufregend. Trennende Wege. Er begräbt sein Gesicht in seinen Händen. Eben, selbst wenn ich mich erinnern könnte, würde ich nicht wollen. Aber es ist nur eine Sache der Zeit, bis das. Er geht mit seinen Fingern über das Siegel. Etwas nimmt, ohne dass ich nicht leben kann. Vielleicht werde ich vergessen, wie man atmet oder in welche Richtung Norden liegt. Vielleicht lasse ich uns alle wieder auf See stranden und es wird wieder Schwüre der Stille und Strohhalme in der Dunkelheit geben. Bitte werde mich los, Bürger. Setz mich irgendwo wo an Land, wo ich vergessen werden kann. Lass mich auf Kodex, wo meine Stille nicht in Frage gestellt wird, oder im Imperium der Hände, wo niemand sich drum schert. Okay, andere Option. Es würde ihn auf eine gewisse Art erlösen und es hätte eine gewisse ironische, eine gewisse poetische Gerechtigkeit. Oh, an dem Bild. Du, nee, ich kenne dich persönlich. Ich würde dich jetzt nicht so direkt, also. Du beschreibst einen Ritus, den du in King Eaters Castle vollführen könntest. Danach würde er seinen Schmerz vergessen, er würde sogar vergessen, dass er vergessen hat. Der Part von ihm, der leidet, wäre weg. Und was zurückbleibt, würde dir dienen. Er schaudert. Das ist keine Vergebung, flüstert er. Aber vielleicht ist das Gerechtigkeit. Ja. Klingt auf jeden Fall danach. Gucken wir mal ins Journal. Okay. Gut, dann geht's jetzt weiter nach Irem, wo wir für unseren Kanonier dieses Judgment Egg, dieses Ei des jüngsten Tages oder so ähnlich, ist schwer zu übersetzen, besorgen werden, damit er uns daraus eine schöne neue Waffe schnitzt. Terror 44, okay. Sind wir noch ganz gut dabei. Und unsere Vorräte füllen wir jetzt eh gleich unten in. Oh ja, wir haben die Kaffeebohnen ja für dieses Gasthaus oder was das hier sein soll. Also, ist ein sehr mysteriöser Ort, aber das Haus des bernsteinfarbenen Himmels. Okay, ein Hafenreport. Schließt seine Augen. Das Haus des bernsteinfarbenen Himmels ist deckenloser Raum zwischen den falschen Sternen der Unterwelt, angereichert mit Düften von ihrem Rosen. Unabhängig vom Eis ist es warm wie ein Wüstenabend. Du machst es dir auf den Kissen bequem, schließt deine Augen nur für einen Moment. Eine seltene Frucht. Gut, da fehlt uns aber eine Wunde für. Die seltenste Frucht fehlt uns ein brennendes Rätsel. Veilchen um eine Parabox. Ja, sagt die Schlange traumhaft. Ich brauche die Haut der Sonne. Ich werde sterben. Der Raum, den ich verlassen den ich verlassen werde, wird zurückbleiben in dieser Schachtel.
Ich bin tot hier und ich werde nicht in der Welt leben. Du lebst in der Welt und du wirst dort nicht tot sein. Es ist unmöglich, aber ich werde dein Königreich vor dem Schlimmsten des Sonnenlichts bewahren, bis du stirbst. Die Zunge flickert, aber ich muss erst aus deiner Zukunft trinken. Ich werde hier nicht durstig sterben. Halbiert alle Fähigkeiten, die mindestens 100 sein müssen. Gibt ein Item mit dem wir. Aha, damit können wir Estival. Oh, boah. Aber 100. 100 ist heftig. Können uns hier ausruhen. Der Dschungel um dich herum ist reich voll gewalttätigen, farbigen Früchten, summend vor Insekten und ungesehenem Leben. Etwas lebt im moosigen Stamm eines grünblättrigen Baumes. Eine hölzerne Schlange, lackiert mit Schwarz, Rot und Gelb. Ihre Augen sind Juwelenflocken. Stört es dich, wenn ich das aufhebe? Fragt der geniale Magier. War er schon da, als du dich schlafen gelegt hast? Ich würde sagen, wir machen das mit dem genialen Magier. Das hier können wir auch später irgendwann machen. Eine Waffe vielleicht? Menschen beherrschen die wache Welt, sagt er dir, mehr oder weniger. Und die Fingerkönige beherrschen den größten Teil dieses Ortes. Fingerkönige, damit meint er Magier, oder? Vor langer Zeit haben einige eher unvorsichtige Leute diese Bilder geschaffen, um Fingerkönige einzusperren. Ich bin nicht so unvorsichtig. Ich kann es benutzen, um meine Rache an dem König, der meine Hand genommen hat, zu vollziehen. Gloating. Entschuldigung, ich komme gerade nicht drauf. Er streicht durch seinen Bart mit seinem Haken. Er zieht sich zu seiner Kabine zurück, um das Schlangenbild zu begutachten, aber kommt einen Tag später enttäuscht zurück. Unterschiedliche Geometrien, erklärt er obskur. Könnten wir mal im Kanat vorbeischauen? Wenn ich könnte jemanden finden, der mir hilft, das hier auszu. Khan's Heart, okay. Ich könnte jemanden finden, der mir hilft, das hier auseinanderzuklamüsern. Gut. Zehn. Das kostet satte 10. Und eine Empty Mirror Catch Box kostet noch mal 3. Hui. Und die Parabolleinen sind auch nicht gerade billig. Aber gut, das will ich für unseren Mechaniker haben und das will ich für die Kanone haben. Ja, und dann haben wir nur noch zwei Geheimnisse. Gut, dass ich die nicht alle verbrannt habe. 10. 10. 10 Geheimnisse, das ist nicht gerade wenig. Treibstoff, seltsamen Fang. Was kann man denn noch? Relikte, einen Eliten, eine. Aufmerksame Kuriosität. Wo konnten wir die noch mal gebrauchen? Gut, hier könnten wir noch mal. Nee. Nee, lass mal's gut sein. Wir fahren jetzt nach Estival runter. Glücklicherweise
Khanshard liegt hier unten. Das liegt ja eigentlich schon auf dem Weg. Zu der Spinneninsel möchte ich eigentlich nicht zurück, aber nach Polythree möchte ich auf jeden Fall nochmal. Nunzio lassen wir dieses Mal, glaube ich, auch aus. Ja. Also Estival, dann fahren wir hier runter nach Polythreen, Godfall, Khan's Glory. Vielleicht machen wir hier einen Schlenker. Das hängt von unseren Vorräten ab, wie wir da aufgestellt sind. Was für ein schönes Spiel. Habe ich fast unsere gesamten Geheimnisse verbraten für eine leere Kiste mit Spiegeln und ein seltsames Ei. Komm, wir brauchen noch schnell etwas erwartet in unserem Hafen. Sonst drehen wir noch mal eine schnelle Runde vor dem Hafen, das geht auch. Naja, nicht ganz geschickt, aber... Eine Kiste mit Sonnenlicht füllen? Echtem Sonnenlicht? Das klingt nicht schlecht, aber... Einen Hafenreport zusammenstellen. Schreibe schnell, das Licht hinterlässt Narben. Und wir sammeln Vorräte. 11! Das ist nicht gerade wenig. Rotfrüchte, Zuckerrohr, Kokosnuss, Weichpanzerkrabben und diesmal haben wir niemanden verloren, glücklicherweise. So, die Spinneninsel wollten wir auslassen. Wir haben eh keinen Wein mitgebracht, den die gebraucht hätten. Also fahren wir jetzt nach Polythreem runter. Ja, und, ja, der Terror steigt, aber... Was nützt uns das ganze Essen, wenn uns der Treibstoff ausgeht? Auf der anderen Seite, wir haben noch genug. Aha, unser Albtraum ist wieder zurück. Eine ruhige Nacht verloren. Und zwei Terror gewonnen, aber das ist schon okay. Also die Lampe zu betreiben verdoppelt unseren Treibstoffbedarf quasi. Das ist nicht gerade wenig. Ich peile jetzt so lange, bis wir entweder ankommen oder... Da haben wir schon mal etwas erwartet uns im Hafen. Verdammt! Ihr habt wohl zu viel Geld, ne? Jetzt ist aber mal gut hier. 180 haben die. Okay, wir können den Schaden zwar reparieren lassen. Sechs Einheiten Frachtraum haben wir. Und einen davon brauchen wir nämlich unter anderem. Und ich hoffe mal, dass wir den dafür auch verwenden können.
Ach, dafür hätten wir diese Kuriosität gebraucht. Stimmt. Okay. Minus 3 Quartiere. Das heißt, wir können dann insgesamt nur 7 Leute mitnehmen. Das ist krass wenig. Ja, dann fahrt mal wieder. Wir warten hier am Hafen, bis ihr weg seid. Verdammte Mistkerle. So, dann fahren wir. Also von den Vorräten her sind wir eigentlich gut dabei. Na gut, wenigstens fällt jetzt der eine Kratzer, den ich ins Schiff gefahren habe, nicht mehr auf. So, wir fahren jetzt einen etwas weiteren Schlenker nach Khan's Glory. Oder fahren wir erstmal noch nach Godfall? Könnten... Ich glaube, wir lassen Godfall aus. Das hat uns bisher noch nicht so viel gebracht. Versuchen wir unser Glück lieber... Also Treibstoff müsste reichlich vorhanden sein. Melting Isles. Die schmelzenden Inseln. Okay, da laufen wir auf jeden Fall mal hin. Die schmelzenden Inseln? Da würde man eher mit Eis rechnen, jetzt mal so spontan. Aber in diesem Spiel weiß man ja nie. Das ist eine einzelne, die ist keine Bedrohung. Sieht sehr gut bewachsen aus. Die Wellen sind mit Wracks voll wie... das Haar eines Ertrunkenen flattern. Okay. Klar. Natürlich komplett auf die falsche Seite, aber das Mangrovencollege. Aha. Ja, erschreck mich nicht immer so. Vorrätemäßig sind wir extrem gut dabei. Die Weisen und die Seltsamen suchen hier Zuflucht, wo die Früchte im Übermaß sind und das Holz noch wild ist. Okay. Ha? Ein Offizier, sie ist Ingenieurin. Hallo, wo fährst du hin? Im Nachhinein ist eigentlich egal. Kann ich an Bord kommen? Ja, ich bin Ingenieur, aber ich bin ein Ingenieur in Eile. Also ein gratis... Maybe dort. Vorräte sammeln könnten wir hier auch. In ein Geheimnis umwandeln. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ein Hafenreport. Ja, den auf jeden Fall. Hungerqualität ist weg. Okay. Einen Vorrat bekommen. Ich weiß gar nicht, was wir mit so vielen Vorräten anfangen sollen. Ein Hafenreport. Mangrovenkoll. Ja, komm, an Bord. Kein Problem. Wenn jemand nach mir fragen sollte, akzeptiere keine Anrufer. Kann ich dir vertrauen, dass du das so weitergibst? Du möchtest nicht, dass ich sie alle von ihren Pflichten abhalte. Du möchtest ja nicht, dass sie mich von meinen Pflichten abhalten. Aha, einen Passagier aufnehmen. Groven College ist nach seinen Schülern und Philosophen nach seinen Gelehrten und Philosophen benannt. Sie haben den zivilisierten Luxus lange hinter sich gelassen für ein Leben des Geistes. Manchmal wollen sie diesen zivilisierten Komfort zurück. Ja.
Die Prinzipien, Port Cecil, Schwarz und Weiß und Silber, bitte bring mich dorthin. Früher, später macht keinen Unterschied. Ich weiß, wie schwierig die Züge sein können. Okay, das ist ein Schachfanatiker, ja? Sollen wir mal über den Strand gehen? Ja, gehen wir mal über den Strand. Einen Spaziergang am Strand entlang. Vielleicht hat die See etwas Interessantes für dich mitgebracht. Treibholz, eine glatte, dunkle Oberfläche. Etwas Glitzerndes, nur Flaschenglas. Ein widerlicher Brocken Schleim. Liegt dort auf einem Stein wie ein zurückgelassenes Herz. Gucken wir uns mal Treibholz an. Eine furchtbare Schnitzerei. Eine Teufelsmaske geschnitzt und dann ins Meer geworfen. Wenn du sie ansiehst, ist es leicht zu sehen, warum. Okay. Nett. Shops gibt es hier keine. So, dann. Ja, wir haben immer noch genügend Treibstoff. Machen wir mal so ein. Noch so einen kleinen Südschlenker, damit wir noch ein bisschen was Neues mitnehmen. 14 Vorräte. Was machen wir bloß damit? Was machen wir bloß damit? Der Terror macht mir momentan noch keine Sorge. Wir sind ja quasi auf dem Rückweg. Puh. Den wären wir beinahe voll in den Scheinwerfer gefahren. Das hätte ich nicht so lustig gefunden. Ah, unser Albtraum ist wieder zurück. Aber diesmal, jetzt haben wir ihn besiegt, würde ich sagen. Ja, genau. Der Traum ist dann vorbei. Einen Terror verloren. Komm schon schnell in den Nebel. Und jetzt eine 180 Grad Wende, die Kanonen fertig machen und volles Feuer. Ein erschütternder Schrei unter Deck. Einer von den Tonmännern. Fracht. Ihm fehlt etwas Übliches, wie Gehorsam. Ruhe oder ein Sinn für Humor. Okay. Verhandeln? 24% Chance? Zerstören. Ah, und wir haben gar kein Secure Compartment, also müssen wir es zerstören. Ihn. Schade drum eigentlich. Ein ruinöser Sieg. Drei Crew verloren. Autsch. Naja, ist schief gegangen. Das ist kein Wunder. Kugeln waren machtlos. Keulen haben auch nicht viel mehr angerichtet. Aber du hast es am Ende mit einem Vorschlaghammer besiegt. Aber nicht bevor es Schaden unter deiner Crew angerichtet hat. Ja gut, ich hätte gerne eine andere Lösung dafür. Na, sie haben aufgegeben. Wir müssen nach Khan's Heart. Treibstoff 10. Es wäre schon fast zu überlegen, hiervon was zu verkaufen. Schatten. Ah. Hey, sowas ist cool. Ein ganzes Stadt nur aus aneinander gehefteten Schiffen.
Hier sind wahrscheinlich die Leute, die nicht den Luxus haben, im Palast wohnen zu dürfen. Die Stadt, die schwärmt. Nee, die schwimmt. Entschuldigung. Vor langer Zeit drehte das Khanat seinen Kriegern Tradition den Rücken zu. Es hatte keinen Platz für Piraten und möchte gern Nomaden. Also hier in den Schatten haben sich die Exilanten ihr Heim geschaffen. Unter hunderten Wracks auf Grund gesetzten, ausgemusterten Schiffen. Ein Monster Hunter oder ein Hafen Report? Ein Hafen Report nehmen wir natürlich immer mit. Eine Kiste menschlicher Seelen, stygisches Elfenbein, also irgendein Fischelfenbein auf jeden Fall. Aha, eine Spiegelbox vor wirklich wütenden Traumschlangen könnten wir hier für 500 verkaufen, okay. Treibstoff, Vorräte, für 5. Wir könnten hier Artefakte für 150 das Stück kaufen oder noch. Ah. Ja, gut. Blöd, dass ich die für Geheimnisse gekauft habe. Wir hätten die jetzt natürlich auch für 250 hier kaufen können, aber okay. Schatz und das hier. Dieses grob gesagt finstere Gerät reduziert die Menge des Treibstoff, die ein Antrieb verbraucht. Versetzt auch wirklich die Crew in Angst. Das ist wohl notwendig. Okay. Gut. Vorräte verkaufen. Ach so, nicht für 5, sondern für 15. Ja, könnten wir eigentlich. Wir haben momentan. Ja, das Problem ist. Wir haben zwar viel zu viel. Moment. Überlegen wir mal. Wir machen jetzt wahrscheinlich noch einen Abstecher nach Karnsart, dann nach Demo Island. Und dann hoch zu den Salzlöwen. Also da werden wir Platz im Schiff brauchen. Und zwar nicht gerade wenig. So. Die restlichen 7 an Treibstoff und an Nahrung werden wir wahrscheinlich auf dem Weg verbrauchen. Aber so müssen wir es wenigstens nicht verschwenden. Seltsamer Fang, ein Vorrat. Sieht eigentlich recht nett aus, die Dame. Nee, das schieben wir mal auf, bis wir in London sind, nur um sicher zu gehen. Ich weiß nicht warum, aber dieses Bild erinnert mich irgendwie immer an Ben Kingsley. Ich weiß nicht, ob es auch euch auch so geht, aber man kann sich das richtig gut vorstellen. So ein Ben Kingsley in einer alten Offiziersuniform, mit einer Pfeife im Mund, der so am Bug des Schiffes steht und in die Dunkelheit der See hinausstarrt. Das passt doch irgendwie. Ogedais Brücke. War Ogedai nicht einer der Söhne von Genghis Khan? Tut mir leid, im Wissen um Genghis Khan bin ich ein bisschen Hilfe für den genialen Magier finden. Ach ja, genau, stimmt, der wollte ja Informanten. 500 Echo! Kuriosität, 5 Geheimnisse. Fünfhundert.
Da ist der Timer. Aber er sprach davon, dass er uns irgendwas Wichtiges. Was bringt sie denn? 6 Schleier, 3 Eisen und 100 Antriebskraft. Und der bringt 8 Schleier und mehr Treibstoffeffizienz. Naja, dann muss sie erstmal ein bisschen warten. Treibstoffeffizienz ist mir momentan etwas wichtiger. Genialer Magier, Chefingenieur. Fünfhundert. Na gut. Die Händler der Wahrheit, die Informanten des Kupferquartiers bei den Docks verhökern nach Wissen aus aller Untersee. Nur die Dinge, die sie nicht verkaufen, sind ihre echten Namen. Der, der sich selbst Heller Vogel nennt, stellt sich dir vor und stellt dir und dem Magier einen weisen Mann in heller Spinnenseide vor, einen Sammler von Fernrohren. Der Magier und der Sammler mustern sich eine Weile gegenseitig. Der Sammler bricht vor Lachen, bricht in Gelächter aus. Am Ende kehrt der Magier zurück, die Augen hell. Alles soll jetzt gut werden, sagt er. Und alle Dinge werden gut werden. Ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Ich weiß, was wir tun müssen. Danke, mein Freund. Meine Rache ist beinahe in Reichweite. Er sieht reuevoll auf seinen Haken. Nach London und dann ins vergessene Quartier. Okay, weh, das hat sich nicht gelohnt. Zeit im Teehaus verbringen, aber ich möchte eigentlich nicht so sehr mit Geld um uns werfen. Crew anheuern. 30 Echo. Ein Crewman, naja, gut. Spazieren gehen. Treibstoff zu einem furchterregenden Preis. Nahrung zu einem lächerlichen Preis. Also, nee, nee. Ein Geschichtenerzähler. Einen Hafenreport zusammenstellen. 47%. Einen Spion einschleusen. Also den Hafenreport versuchen wir mal. Ey, wir haben es geschafft. Wir werden zwar noch beobachtet, aber es ist noch nicht so schlimm und wir haben einen Hafenreport. Das ist gut. Und ansonsten, der Rest kostet Geld, das wollen wir erstmal meiden. Demo Island. Ich will aber noch in die Eiserne Republik für die Waffe. Ja gut, außerdem hat es ja, glaube ich, gerade gepiepst. Deswegen danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wie wir weiter verfahren wollen, schauen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen können wie immer runter unter das Video gepostet werden. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.